Ja, moin und herzlich willkommen mal wieder zurück bei Survival Chaos. Und ich sehe gerade, jemand hat Silithid. Was ist das denn für eine Rasse? Ja, wir befinden uns in 4.2. Dementsprechend gibt es scheinbar auch neue Rassen. Okay, jeder repickt hier. Wir werden also die neue Rasse nicht sehen können. Der hat stattdessen jetzt Demon. Okay, ich bin mal gespannt. Wir haben Nachtelfen. Jetzt ist die Frage, worauf geht man hier am besten? Was habe ich noch nicht gemacht? Wir hatten schon viel. Suicide Barracks weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist echt nicht mehr so die Meta, die es mal war. Ich gehe mal auf das hier. Ich gehe mal auf Shadow Melt für 15% weniger... Ah, jetzt 20% weniger Spell Damage auf meinen Einheiten und 5% mehr Evasion. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Gut, haben wir hier... Ach du Scheiße, ist das nicht der Typ mit den Werwölfen? Ich glaube, das ist der Typ mit den Werwölfen. Nicht gut. Mhm. Der hat schon jetzt einen Neutral gecaptured. Bei mir oder was? Nee. Ich sehe hier keine Siege Unit oder sonst irgendwas. Dann dürfte das ja passen. Ja, Nachtelfen mit Game, ne? Waren die gut, wenn ich mich recht entsinne. Hab jetzt aber auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Kann ja schon wieder alles anders sein. Demon in der Mitte, das ist gut. Gegen Demon möchte man eigentlich keine Sidelane haben im Normalfall. Aber der pusht mich schon. Na gut, okay, nee, doch nicht so krass tatsächlich, wie ich dachte. Dass meine Einheiten unsichtbar sind, liegt daran, dass irgendwie gerade Nacht ist, ne? Powerful Blow und Anim. Warte mal, was sind das für Dinger? Was ist denn Powerful Blow? Okay, nee, das ist nicht gegen... Nee, der muss nach oben Special Units, also diese zusätzlichen Units genommen haben als Bonus. Weil das sind ganz normale Einheiten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Animal Form und... andere. Also das hier, Animal Form ist das hier. Aber es ist ein Powerful Blow. Das übersehe ich hier gerade irgendwie. Research finished. Ist auch egal. Heal wäre noch ganz cool und dann würde ich sagen, kann man eigentlich instead auf Level 2 sparen, damit wir hier diese zusätzlichen Units spawnen. Ja, man sollte wahrscheinlich in die Mitte noch Level 2 gehen. Ja, das ist wirklich der mit den Werwölfen. Shit. Das so als Nachtelf zu verteidigen, wird, glaube ich, ultra hart. Immerhin, hier ist Timing wunderbar. Ja, in die Mitte sollte man wahrscheinlich auch Level 2 gehen, sonst können wir da nicht mehr mithalten. Leider mal wieder ganz knapp nicht rechtzeitig geschafft, so wie man es halt kennt, ne? Also wenn jetzt keiner gegen mich upgradet, dann werde ich Level 2 auf dem Castle wahrscheinlich jetzt gehen.
Ach, das ist nicht dein Ernst. Warum gradet der gegen mich ab? Keine Goldmine auf der Lane. Na schön, hier müssen wir unbedingt Level 2 gegen gehen. Und selbst dann, glaube ich, werden wir hier ein paar Probleme gegen den kriegen. Der hat sogar noch Bonus-Damage auf seinen Units wegen dem einen Gebäude. Na toll, das ist ja ganz super. Das ist ja perfekt. Timing ist aber ganz okay mal wieder. Nach Möglichkeit möchte ich gar keinen Spell benutzen. Muss aufpassen, ob der upgradet. Ah, der hat aber gegen beide geupgradet hier, der Dude. Also wolltet einfach auf die Sidelanes gehen. Diesmal war es nicht gegen mich nur gerichtet, dann ist ja noch alles ganz okay. Dass der sich splitten kann, ne, ist so krank. Dass die Level 2 Units sich so splitten können, wenn sie sterben. Das geht echt auf keine Kuhhaut. Sogar noch ein Armor-Upgrade mehr als er. Er kann mich tatsächlich gerade nicht zurückpushen. Da pushen wir dauerhaft. Kann ich mir nur hoffen, dass er nicht upgradet. Er hat geupgradet. Natürlich, was auch sonst. Ich glaube, die Gebäude zu verstecken ist wirklich nice. Kann wirklich nice sein. Das ist auch Anti-Ultimate Weapon halt, ne? Ich glaube, da gehe ich wieder drauf. Ja, alle anderen Auren sagen mir irgendwie nicht so sehr zu wie das, muss ich sagen, bei Nachtelf. Reconstruction Aura oder Base Defense Aura hätte ich wahrscheinlich noch genommen. Oder eine gute Lane Push Aura, sag ich mal. Okidoki, so, jetzt steht Vengeance an als nächstes Upgrade. Und eigentlich auch definitiv hier das mit den Bäumen. Also die Tower Upgrades sind auch ziemlich geil bei den Nachtelfen. Möchte ich eigentlich alle haben. Aber jetzt muss ich erstmal hier verteidigen. Da wird mein erster Spell auf jeden Fall benutzt. Timing hier aber wieder ziemlich gut. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Die Gebäude sind jetzt unsichtbar und meine Einheiten auch. Also hier gibt es wirklich viele Upgrades, die man gerne haben möchte bei Nachtelfen. Auch Level 2 Magic hätte ich gerne. Also hier gibt es wirklich wenig, wo ich sagen würde, das brauchen wir gar nicht. Die
Tier 2 Magic würde ich jetzt auch vielleicht mal gleich versuchen durchzuziehen, bevor mich wieder irgendwer so richtig krass pusht, sag ich mal. Jetzt könnte man hier bald mal auf den Helden in die Mitte gehen. Aber solange der Typ mich hier pusht, kriege ich das nicht hin, ohne dass er nach links rüberläuft. Und das will ich wirklich nicht, weil dann zettle ich hier nämlich wieder so einen kleinen Krieg an. Research finished. Level 3 in die Mitte. Also er kennt ja wirklich gar nichts, ne, bei den Upgrades. Muss ich aufpassen, dass ich das rechtzeitig mitkriege, wenn er gegen mich auch noch Level 3 geht. Seht ihr hier immer, wenn Mist kommt, dann treffen die mich nicht wegen meiner Evasion. Research finished. Den Arcturid möchte ich sehr, sehr gerne in die Mitte schicken. Aber ich werde es nicht mehr hinkriegen, bis der da ist, ne? Leider. Vielleicht doch. Aber ich muss ihn natürlich auch, also der muss Einheiten supporten. Ah doch, ich glaube, das schaffe ich noch. Komm, ein bisschen Gold noch. Kalimdor must be saved. Okay. Jetzt muss ich aber hier noch verteidigen, aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Brauche ich da überhaupt einen Spell? Ja, mach ich mal. Sicherheitshalber mache ich mal einen. So, ich hätte jetzt gerne die Income-Upgrades und außerdem noch den, die Rüstung für unser Bronze Base. Das ist auch sehr wichtig. Je länger ich damit warte, desto weniger Geld kriege ich damit raus. Nein, wie kann das sein? Du sollst nicht durchpushen. Hier sind doch Gegner. Ach Mann. Jetzt war der wieder komplett für den Arsch, weil er so schnell durchpusht, was er gar nicht machen soll. So eine Scheiße aber auch. Research finished. Ja. In der Mitte leveln war das Ziel und nicht auf den Gegner gehen, wo er halt einfach nur sterben wird. Aber was will man tun? Das, so ist das Leben, ne? Was ist das denn hier? Achso, der hat sein Level 2. Der hat sein Level 2 Spell benutzen müssen? Ach du Scheiße, jetzt kämpfe ich gegen Infernals. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Ich meine, immerhin ist er trotzdem Level 4 geworden, ne? Und man hat hier mal so ein bisschen Druck gemacht. Aber sehr viel Geld kriege ich da leider nicht raus, das ist halt das Problem. Und auch nicht die Level, also es, die 1000 Gold war es halt nicht wert, für ihn zu investieren, wenn er instant durchrennt. Aber ich habe immerhin dann vielleicht 200-300 Gold wiederbekommen. Das ist besser als gar nichts, schätze ich. So, irgendwas hier, was wir noch ganz unbedingt brauchen. Ich glaube, alle krassen Upgrades, da haben wir jetzt ein Level reingesteckt. Das war dumm, dass ich das Upgrade angefangen habe.
Ich habe die Infernals nicht gesehen und habe das irgendwie wieder vergessen, dass die da sind. Hab mir gedacht, na dann machst du halt, ne? Nochmal schnell ein Attack Damage Upgrade. Jetzt darf ich ordentlich gehen kaufen und es hat mich wahrscheinlich mehr Gold gekostet als alles andere. Aber auch hier, das Timing ist tatsächlich Bombe. Ich glaube, ich muss nichts. Ich glaube, ich muss keinen Spell benutzen oder sonst was. Wenn ich hier nur ein bisschen nachkaufe. Also wirklich Damage kriegen wollen die aber trotzdem auch nicht, ne? Ja doch, also ich denke, Spell ist hier doch Pflicht. Weil die scheiß Infernals einfach. Die wollen gar keinen Damage kriegen. Gut, ich denke und hoffe, dass das jetzt aber passt. Ja, nee, irgendwie nicht. Ach Gott. Das kann nicht wahr sein, sie gehen nur auf die Baracke. Sie gehen auf nichts anderes. Was soll die Scheiße? Es brennt. This one is mine. Oh! Die hatte ein Leben. Die hatte ein einziges Leben. Ein Leben. Aber sie hat es irgendwie geschafft. Was ist... Oh mein Gott, ich war mir so sicher, dass die weg ist. Alter, die Infern... Das, keine Einheit hat das angegriffen. Sondern die Infernals machen so ein Burn-Damage auf ein Gebäude, wenn die angreifen. Die sind ja gestört, OP. Was soll das denn? Das ist schon kein Level 2-Spell mehr. Alter. Ich muss Level 3 nach links gehen. Weil ich das bessere Repair brauche. Ich brauche Repair Level 3 dann. Alter, und jetzt schickt er noch einen Helden. Das ist... Und geht Level 3! Ach du Scheiße. Das ist glaube ich, vorbei. Sehr viele Aggressionen in meine Richtung hier schon wieder. Holt der Show was? Oh, ein Helden. Oh, nee. Ich meine, ich habe den Helden nur... Ich habe den Helden halt geschickt, weil ich keine andere Wahl hatte, ne? Ich musste. Dass das Ding jetzt mit 1 HP... Wenn ich... Na gut, wenn ich gewusst hätte, dass das Ding mit 1 HP überlebt, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber... Sieht ganz schlecht aus für uns wieder. Also diese Baracke werden wir auf kurz oder lang 100 pro verlieren, 100 pro. Und ich werde jetzt auch schon wieder so getargetet, vor allem von dem Typen rechts, dass ich mich auf links gar nicht mehr konzentrieren kann. Wir haben auch den Level 2 Spell habe ich auch verschwenden müssen. Weil sonst wäre die Baracke, glaube ich, wirklich gefallen. Sonst hätte ich noch einen Hit mehr abgekriegt. Das ist halt so scheiße. Dass dieser Burn Damage so unfassbar krass war, hätte ich halt einfach nicht gewusst. Das muss man halt auch erstmal wissen, ne? Die gehen halt auch alle nur auf die Baracke, ne? Ich versuche mit den Türmen hier das auf mich zu ziehen. Aber es funktioniert nicht. Und das, was hier jetzt kommt, wird wahrscheinlich ausreichen, um die Baracke zu holen. Die ist ja fast weg. Noch mehr Leben hätte, dann hätte ich eine Chance gehabt, aber also die Hits, die wird der Gegner hier kriegen auf die Baracke, da kann ich gar nichts machen. Mit den Infernals vor allem auch, die sind so ein krasser Support für ihn. Guck mal hier, zack. Wenn der Infernal einmal das Ding hittet, dann ist schon vorbei.
der Held ist auch unsterblich. Der kriegt ja gar keinen Damage. Ja. Was soll man machen, ne? Er geht Level 3 und er hat meine Wake so krass gefickt. Mich hier gleich komplett finishen. Schon wieder ein Inferno. Schon wieder ein neuer Inferno. Muss Level 4 auf allen anderen Baracken gehen. Ich meine, das ist ja das Einzige, was man machen kann, wenn man eine Baracke verliert. Man muss auf den anderen Sidelanes ein bisschen mehr dominieren. Obwohl ich das bei dem Werwolf-Typen nicht glaube, dass mir das passieren wird. Wobei sein Held schon gut auf die Schnauze kriegt. So, will ich noch einen zweiten Bounce mehr haben? Ja, eigentlich schon, ne? Auf der anderen Seite, ich sollte vielleicht mal lieber in die Mitte Level 3 und 4 gehen. Also dieser Held war ein Reinfall von ihm, das muss man dazu sagen. So ein low gelevelter Held kann alleine nicht viel machen gegen so eine Welle. Vielleicht mache ich ja auch ein bisschen Schaden an seiner Barke, wäre ganz cool. Mitte kann ich sowieso nicht gewinnen, glaube ich. Ich hol gleich noch einen Helden. Auch noch eine. Aber das ist halt das Ding bei den Level 1 Helden, ne? Die sind wirklich im Defenden scheiße. Ein Level 1 Helden zum Defenden kannst du nur benutzen, wenn du das mit einem Spell irgendwie kombinierst. Der muss erstmal ein Level absteigen, damit er eine Fähigkeit hat. Sonst bringt er halt gar nichts. Oder zumindest nicht so viel. Mein Level 12 Held kämpft halt schon jetzt nochmal gegen noch einen. Also jetzt fällt er halt, aber der konnte den Helden in seiner Base abwehren. Das ist halt das Resultat daraus. Das musste ich selber auf schmerzliche Weise erfahren. Ach, mal guck sich das mal einer an. Der hat seine obere verloren. Das ist doch mal was. Ich habe leider seine untere nicht gekriegt, deswegen wird er jetzt auch nichts anderes tun, als auf mich zu gehen. Macht ja auch Sinn. Oh Gott, das wird jetzt ein Kampf zwischen uns beiden hier. Er kann nur noch auf mich gehen, ich kann nur noch auf ihn gehen. Da kommt doch die Special Unit gleich reingeflattert.
Vielleicht kriegen wir den Heldenkill hier, das wäre ganz cool. Warte, wo ist meine Level 4 Einheit? Kommt die nur jedes zweite Mal oder was? Ja, scheinbar schon. Das ist ein Demon-Held. Noch einer. Also in der Mitte geht wirklich die Post ab. Ich würde gerne Castle Level 3 gehen, aber leider habe ich jetzt zwei Richtungen zu verteidigen. Da wird mein ganzes Geld reinfließen, um hier nicht drauf zu gehen. Willst du mich verarschen? Wieso? Die waren mehr als nah genug dran. So unnötig. Nein, jetzt kämpfen die so weit weg. Jetzt wird der Held nicht getriggert, oder? Warte, jetzt müsste er eigentlich gleich getriggert werden. Jetzt muss er getriggert werden. Okay, GG. Das ist RNG. Warum ich hier verloren habe, ist nur RNG. Das ist ein pures RNG-Pech und nichts weiter. Einfach nur Pech. Und Ende. Dass die Helden irgendwo hinlaufen, wo überhaupt keiner ist, während Gegner überall in meiner Bank stehen, ist einfach nur Pech. Da bringt er mir leider gar nichts. Der ist schon wieder tot. Oh man. Oder ist das der überhaupt gewesen? Nee, das ist nicht der gewesen. Na, dann kann ich immerhin den anderen hier lang schicken. Kann ich die Barke vielleicht irgendwie noch ein bisschen länger saven. Nicht, dass es noch einen Unterschied machen würde. Gott sei Dank ist Blau nicht der, der mir gegenüber sitzt. Wenn der mich jetzt auch noch pushen würde. Upgrade complete. Ich meine, massetechnisch sind Nachtelfen halt krass, ne? Wenn sich da erstmal eine Masse versammelt hat, Halleluja, aber irgendwie kriegt man da doch scheinbar relativ leicht alles wieder abgewehrt. Was? Der Typ ist AFK. Was heißt denn zwei remaining? Noch zwei weitere. Was, Minuten oder was? Bis er gekickt wird oder so? Oder der Bot übernimmt? This one is mine. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es ein Anti-AFK-System in dem Game gibt. Das ist aber neu. LOL! Komm! Holt euch die Baracke, Leute. Holt euch die Baracke. Ihr könnt das schaffen. Ihr müsst nur weiter auf die Baracke gehen, so wie ihr es als Gegner bei mir auch immer tut. Ah, sie gehen leider nicht mehr auf die Baracke. Schade aber auch. Das war gut gespielt von ihnen bis zu diesem Punkt.
Ey, bis dahin war es perfekt, aber jetzt lassen sie sich komplett, lassen sie ihren Fokus auf den Helden. Anstatt auf die Baracke zu gehen, was viel mehr Sinn machen würde und was die bei mir auch immer machen. Vielleicht holen sie es aber trotzdem noch, ist ja... Fehlt ja nicht mehr viel. Jupp. Das kriegt er nicht mehr abgewehrt, glaube ich. Oder? Ja. Geil. Cool. Das ist natürlich sehr nice jetzt nochmal. Ich muss jetzt halt auf die Mitte aufpassen. Ich weiß nicht, warum der mich pusht. Oh Gott, ich muss vor allem aufpassen, dass der mich jetzt nicht holt. So, bitte geh jetzt nach links. Bitte tu mir jetzt mal einmal den... Bitte einmal nur nach links gehen, bitte, okay? Also ich werde ganz offensichtlich hier angegriffen. Du musst doch, das musst du doch sehen und etwas dagegen tun wollen. Das ist schließlich dein Heimatland hier. So, der Held ist auch down. Das war ein Reinfall von ihm, die Verteidigung. Ich habe ein bisschen FPS-Drops hier. Weiß nicht, ob das einfach... Ob das normal ist? Ich glaube eher nicht. Mein Gott, das sieht ja richtig gut aus. Er hat sein Level 2 Spell, glaube ich, auch schon benutzt. Er kann den nicht mehr benutzen. Ich glaube, den holen wir hier komplett gleich, wenn das so weitergeht. Alter! Wir löschen den aus, Leute, wir löschen den aus. Geil! Nicht als erster raus und nochmal sowas erreicht, das ist doch super. Komm, Castle Level 3, schaffe ich es jetzt? Wenn, dann jetzt. Bitte sag mir nicht Special Unit? Nee, okay, Special Unit nicht. Aber sein Castle fällt, glaube ich, trotzdem. Alter Schwede, der muss ja Knete gekriegt haben dafür. Der hat ohne Ende Knete gekriegt, hat aber nur noch eine Barke in der Mitte. Er kann nicht mehr aktiv auf mich gehen. Aber er hat immerhin noch zwei Helden geschickt. Das ist auch nicht so nett. Leider kann ich überhaupt keinen Helden nutzen, um dagegen zu halten, außer die Special Unit jetzt gleich. Aber ich werde nicht genug Geld haben. Upgrade complete. Aber wenn ich genug Geld haben sollte, sollte ich unbedingt die Special Unit hier benutzen. Das sind zwei hochlevelige Helden, die ich mit meiner Special Unit noch schnell platt machen kann. Und um meine Special Unit halt sehr schnell zu leveln. Das ist kostenlose Erfahrung. Die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, ich habe nicht rechtzeitig das Geld. Der darf die Baracke hier halt nicht holen. Aber ich kann noch nicht wirklich irgendwas dagegen tun. Ich meine, er hat keinen Unit-Support, keinen wirklichen, sondern wirklich nur die Helden. Die machen halt nicht so viel Schaden an den Baracken. Aber trotzdem, das ist nicht optimal. Der Duty hat natürlich auf lange Zeit diesen riesigen Vorteil, dass er ständig upgraden kann. Hier ist jetzt Level 3 und hier war halt nur Level 2. Also der wird mich von links dann einfach irgendwann auf Dauer holen. Irgendwann kann ich auch aus der Mitte keine Helden mehr gegenschicken. Ich kann tatsächlich aber meine Special Unit benutzen, um diese Helden hier Platz zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht lieber bei ihm machen sollte. Oh mein Gott, imagine, ich würde diese Baracke hier kriegen. Das wäre es ja wirklich, ne? Ich benutze jetzt einfach hier rechts, weil ich nichts anderes zum Verteidigen habe und das kostenlose EP für meine Special Unit ist. Der hat ja alle drei Helden, ne? Sind ja alle drei Helden, hat er zu mir geschickt. Ja, hier muss ich eine Special Unit benutzen, sonst macht er mich platt. Habe ich keine Wahl. Und da muss ich irgendwie links. Ich hab noch hier die Priestess. Irgendwie so. Und damit Level 2 Spell kann ich noch einmal machen. Ich möchte nur, dass der Typ hier komplett rausliegt. Der hat ja eh nur noch eine Baracke. Und der kann keine Helden mehr zur Verteidigung benutzen. Mich wundert, dass der überhaupt noch lebt. Warum ist meine Special Unit gleich tot? Greif doch mal bitte den an, der low ist. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, okay. Ich muss jetzt eh Level 2 Spell nutzen. Um hier irgendwie links die Attacke noch zu überleben. Hat das jetzt hier geholfen? Ach du Scheiße, meine Special Unit ist ja garbage. Die ist ja richtig Arsch. Bei Level 1 Spelle wäre, glaube ich, ein Waste. Okay, er überlebt das und kriegt alle EP. Immerhin, aber er ist auch fast tot. Weil jetzt kann ich jetzt nicht beurteilen, ob sich das gelohnt hat, aber das hat mich immerhin gerettet, glaube ich. Wir haben auch den Push von links ein weiteres Mal überlebt, ist auch ganz cool. So, bitte, jetzt müssen wir ihn, jetzt mit dem Push finishen wir ihn. Weil der ist, glaube ich, noch nicht raus, der ist nur gelieft. Erst wenn er raus ist, bin ich nicht mehr letzter. Und deswegen immer weiterkämpfen, auch mit verlorener Baracke, immer weitermachen.
Niemals aufgeben und noch bis zum Schluss kämpfen. Starfall wäre halt wirklich cool, eine Level 3 Magic, aber ja, ich weiß nicht. Ich sollte lieber Attack Damage und Rüstung upgraden. Von allen Units. Wäre auch cool, wenn die Special Unit dann relativ bald stirbt, dass ich sie aus der Mitte holen kann, um gegen den Dude hier wieder zu verteidigen. Es wäre schön, wenn ihr jetzt die Barke holt. Sehr schön. Damit offiziell nicht letzter geworden, das ist doch mal was. Dann versuche ich jetzt die Upgrades hier, soweit es nur irgendwie möglich ist, noch zu maxen und dann habe ich meinen Soll und Muss getan, denke ich. Aber der wird natürlich alles in seiner Macht Stehende tun, um mich jetzt halt platt zu machen, ne? Sein Held ist tatsächlich aber fast tot. Also, na, nee, das ist glaube ich nur die Kopie, ne? Ja, nur die Kopie. Da hat der Blade Master hier jetzt. Aber seine Barake, ey, die hat gut Damage gekriegt, muss man schon ganz klar sagen. Ich hätte vielleicht eine Chance gehabt, irgendwie die zu zerstören, hab's aber nicht genutzt. Ach krass. Dass der seine linke Baracke noch verloren, ist der nicht AFK sowieso? Na, dann wird er hier wird rocken. Er hat noch keine Baracke verloren, er ist der Sieger. Er ist der Einzige, der hier noch gar nichts verloren hat. Der wird auf jeden Fall die Runde gewinnen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aber wenn der da oben jetzt gerade richtig zerstört wird, kann ich vielleicht noch Zweiter werden. Ich meine, ich pushe ihn ja jetzt auch hier, richtig? Ja, mit nur Level 13, Tiny. Ich finde es auch witzig, wie der einfach Tiny heißt. Also klein ist der jetzt nicht. Der heißt ja dann sogar noch Ancient Giant. Ja, bloß gegen den Push. Ah, doch, ich kann was machen. Unsere Mitte. Unsere Helden in der Mitte sind wieder ready. Aber da ich gar keinen Spell habe, um das zu unterstützen, muss ich beide Helden benutzen hier. Und selbst dann wird es, glaube ich, ganz schön kritisch, weil wir haben nicht mal Unit... Ach du Scheiße, wir haben nicht mal Unit-Support jetzt. Oh, das wird räudig. Ihr wagt es bitte nicht einmal, in die Mitte zu gehen. Also das... Und ihr untersteht euch, in die Mitte zu gehen. Ich muss hier jetzt irgendwie... Zack, ich muss alle drei Helden wahrscheinlich benutzen. Hört auf, nach rechts zu laufen, wenn hier Gegner sind, ihr Trottel. Reicht das? Ich hoffe schon. Er hatte nur einen Helden. Das sind hier zwei. Ja, das sind zwei hochlevelige Helden. Das reicht, das reicht. Ich denke, das sollte reichen. Ich kämpfe noch um den zweiten Platz. Ist mir scheißegal. Aber wenn er jetzt seine Special Unit oder so noch halt schickt, weil das würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich machen, dann ist wirklich vorbei. Dann kann ich nichts mehr machen. Er könnte auch Ultimate Weapon benutzen, er könnte so viel machen. Der ist zwar AFK und so, aber der ist noch da, ne? Also jetzt ist er scheinbar dann doch wieder da. Hier hat noch kein Computer übernommen, der ist noch voll präsent. Der schickt zig Helden gegen. Aber dann müsste er eigentlich auf der linken Seite verkacken, wenn er so viel nach rechts schickt. Nur in der Theorie. Wer weiß, ob das tatsächlich passiert. Einfach mal alles in Upgrade stecken. Auch in der Mitte sieht es gar nicht schlecht aus und wir haben nicht mal einen Helden hier. Alter, Special Unit rockt aber. Kriegt die den Tower noch? Das wäre super. Ja, geil. Das bisschen extra Geld nehme ich natürlich sehr gerne mit. Level 15 ist schon gut. Ab jetzt würde ich dann wahrscheinlich sparen für die nächsten Verteidigungen. Auch seine Baracke hat gut Schaden gekriegt. Jetzt ist es an Blau, den Rest zu machen. Und ich hoffe, er macht das, bevor er es bei mir macht. Ja, hier kann ich mich auf was einstellen. Die Helden sind zwar jetzt gerade low, aber Fire und Pitlord, ey, hochgelevelt und bis sie bei mir angekommen sind, haben die halt regeneriert. Das ist nicht einfach. Die Demon-Helden sind einer der stärksten überhaupt.
Das Ding ist, meine Masse ist halt wirklich geil. Würden die mal auf die Gebäude gehen, dann hätte ich seine Baracke schon längst auch bekommen, ne? Also es ist völlig unklar eigentlich. Aber der hat RNG-Glück, der Dude hier. Dass der es halt geschafft hat, dass seine Infernals meine Baracke so sehr krass fokussiert haben, aber meine Einheiten es nicht machen. Das hat ihm basically den Win hier gebracht. Weil seine Baracke ist schon low, also... Ja, dieser Push hätte die Baracke holen können, aber da habe ich halt keinen Einfluss drauf. Ich kann auch nichts schicken in seine Richtung. Ich kann nur verteidigen über eine andere Lane, aber da habe ich ja schon alles getan. Ach du Scheiße! Ach so. Ach doch, doch, der hat seine Special Units zu mir geschickt. Ach, weil er vielleicht dachte, ich habe ihn angegriffen, aber in Wahrheit habe ich meine Special Unit nur geschickt, um den Typen Rechtsplatz zu machen. Na gut, seine Special Unit wird mich dann jetzt killen. Ich kann zwar Triple Hero benutzen, aber spielt keine Rolle. Der hat zwei Helden und eine Special Unit und das war's. Und der kommt von links jetzt auch noch. Ja, ich kann für die Verteidigung gegen den eigentlich gar nichts benutzen, glaube ich. Sollte ich zumindest irgendwie eigentlich nicht. Also ich kann ja eigentlich nur die Spe... oder? Naja. Wenn der Held wieder nach rechts läuft, das wäre halt scheiße. Ich glaube, jetzt kann ich meine Special Unit hier zum Verteidigen benutzen. Die wird hier eine Weile beschäftigt sein, bis dahin ist der Typ halt hergekommen und dann... Ist die Special Unit noch so in der Nähe, dass die vielleicht getriggert wird, nach rechts zu laufen. Aber jetzt habe ich halt auch leider nicht mehr das Geld. Aber ich habe tatsächlich meinen Level 2 Spell gerade wieder fertig. Oh, wenn ich jetzt noch 3k hätte für alle drei Helden, dann könnte ich das sogar wirklich verteidigen. Aber so sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Na, wobei, warte mal. Held? Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Er rennt in die Mitte. Er rennt wirklich in die Mitte. Es ist mir ein Rätsel, wirklich. Es ist mir ein Rätsel. Die ganze Welle kommt von rechts und er rennt trotzdem in die Mitte. Er rennt an der Welle vorbei in die Mitte. Macht gar keinen Sinn. Unerklärlich für mich. Die waren einen halben Zentimeter standen die schon vor ihm. Egal. Aber mein Plan, an sich hat mein Plan tatsächlich gut funktioniert. Die Special Unit hilft jetzt hier auch aus und ich kann seinen Angriff nochmal abwehren, aber durch den dummen Helden, der die Aggro nicht auf sich gezogen hat, haben wir jetzt die rechte Baracke auch noch verloren. Und das ist jetzt leider das Todesurteil, da kann ich nichts mehr gegen machen. Aber jetzt ist auch kein Held mehr hier links. Oder? Nee, ich glaube nur sein Held. Er hat einen Helden hier, ne? Oder was ist das da? Irgendwas sehe ich doch hier. Wessen Held ist denn das hier? Ach nee, das ist meiner. Aber nur der Level 10er. Der rettet mich nicht mehr. Our allies' hero has fallen. Hero has fallen. Vanquish the weak. In the name of Anaria. Oh Gott, jetzt hat er auch noch... Alter, jetzt ist er mit der Special Unit nochmal in die Mitte gegangen. Der will mich wirklich zerstören, ne? Der will mich raushauen, damit er Zweiter wird. Na, ist auch verständlich. Aber krass, der geht jetzt wirklich volle Karache gegen mich. Ich frage mich, was hier zwischen den beiden passiert ist auf der Lane.
Außer die linke Baracke ist hier weiter irgendwie, hat er nichts mehr verloren von dem, ne? Irgendwie chillen die da jetzt. Aber der ist beschäftigt in der Mitte tatsächlich, der pusht gar nicht direkt durch. Wird aber noch. Research finished. Witzigerweise werden jetzt gerade, wo er kommt, meine Helden wieder fertig. Schicksal will irgendwie noch nicht, dass ich hier jetzt falle. Aber doch, jetzt wo die Special Unit kommt, dann doch. Das ist halt auch krass, dass der nochmal diese zusätzlichen Doomguards holen kann. Das hat drei Stück von ihnen. Ach guck mal, der hat doch, das ist sein Castle ist fast down. Der hat auch genug Probleme links. Okay. Aber er wird jetzt gerade wird er nicht angegriffen, aber sein Castle ist auf jeden Fall, oder? Wird er angegriffen? Doch, 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 der kriegt Damage, der wird angegriffen gerade. Der kriegt auf den Sack. Meine Helden haben es nicht mal geschafft, hier links den abzuhalten, den Typen. Der ist mittlerweile. Kann er meine Helden schon umpushen. Oh ja, gut, Level 4 Welle gegen Level 2 Welle macht ja auch Sinn. Hä, seine Special Unit ist gar nicht hier. Das war nur noch seine Summons. Seine Special Unit ist ja überhaupt gar nicht in meiner Base. Ich habe gedacht, die wäre dazwischen irgendwo. Lol. Komm, jetzt greif doch mal die Barke an, Tiny. Da steht AFK rum, Tiny, hallo. Naja. Aber sein Castle ist so gut wie down und er wird von links gerade angegriffen. Und es sieht so aus, als würde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen zurückpushen, überall. Also vielleicht kann ich irgendwie durchhalten, bis er down geht. Also sein Castle hat 1000 Leben gehabt, jetzt muss er doch mal zerstören da oben.
Research finished. Jetzt habe ich wirklich, jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr machen mit meinem Geld hier. Jetzt bin ich leider auch komplett out of heroes und der hat seine Special Unit tatsächlich wieder nach rechts zu mir geschickt und der zerstört irgendwie hier oben nichts bei ihm. Also diesmal kann ich es wirklich nicht mehr abhalten. Jetzt habe ich keinen Mana und keine Helden mehr. Research finished. Research finished. Der hat mir seine Special Unit auch zugeschickt. Oh man. Was ein Overkill. Vielleicht teamen die am Ende hier doch so ein bisschen jetzt gegen mich. Weil der hat gar keinen Grund, seine Special Unit nach unten zu schicken. Ich habe den ja nicht mal gepusht. Also nicht wirklich. Mit einem Helm zwar, aber ohne Welle, ohne wirklichen Unit Support. Ich glaube, das war einfach nur so just for the memes. Der will den Typen hier oben irgendwie nicht platt machen. Sonst könnte der seine Special Unit hier jetzt nach oben schicken, in dem Moment, wo die hier unten bei mir in der Base war und der hat schon lange gewonnen. Also den Typen da oben halt platt gemacht und ich wäre ja dann eh kein Gegner mehr gewesen. Ja gut, der Gewinner hier wird, steht denke ich mal fest und von daher danke fürs Einschalten, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Haut rein, bis dahin.